Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nächste Woche soll ja der Haushaltsausschuss eine Tranchenzahlung an Griechenland freigeben. Wir Grüne begrüßen das. Wir sagen, das ist notwendig, weil wir als Fraktion immer im Gegensatz zur Bundesregierung deutlich gemacht haben hier im Bundestag, dass Griechenland im Euro bleiben soll. Deswegen sind wir dafür. Aber ein großes Problem hat ja die Unionsfraktion damit. Wolfgang Schäuble hat ja ihr hoch und heilig versprochen, dass der IWF sich am dritten Programm beteiligen wird. Und dann hat der Finanzminister gleichzeitig alles dafür getan, dass der IWF sich de facto jetzt nicht beteiligen wird, weil der IWF immer klar gemacht hat, als Bedingung, ohne Schuldenerleichterung gibt es keine finanzielle Beteiligung des IWFs. Und die Bundesregierung hat trotzdem alles blockiert, Wolfgang Schäuble hat trotzdem alles an Schuldenerleichterung blockiert. Und wir sagen klar, das war ein großer Fehler. Griechenland braucht jetzt Klarheit über die Schuldenerleichterung. Und jetzt soll sich der IWF ja so alibimäßig an der Seitenlinie beteiligen. Aber Sie wissen selbst in der Union, das ist nicht das, was Sie wollten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen in der Union, an Ihrer Stelle wäre ich jetzt ganz schön angefressen, dass Ihr Minister, Ihr Finanzminister so hinter die Fichte geführt hat bei dem Thema IWF und Griechenland. So ist es doch. Genauso ist es. Der IWF wird sich de facto nicht beteiligen. Und dabei hat sich ja die griechische Regierung an die Absprachen gehalten. Sie haben sich zum Teil schmerzhafte Reformen durchgeführt. Und trotzdem gibt es keine Klarheit über Schuldenerleichterung. Und warum ist das so? Das ist darum, weil Wolfgang Schäuble eben jetzt Wahlkampf in Deutschland macht. Diese Schuldenerleichterung wäre extrem notwendig gewesen für Investoren, für die wirtschaftliche Stabilität in Griechenland, damit die Unsicherheit nicht weiter steigt. Trotzdem macht Wolfgang Schäuble Wahlkampf in Deutschland, will den Bürgerinnen und Bürgern vor der Wahl nicht die Wahrheit erzählen. Und das nach einem Wahlkampf nicht nur in Deutschland, der unehrlich ist, sondern auch ein Wahlkampf auf dem Rücken Griechenlands, auf dem Rücken Europas. Ich finde das schäbig und unehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und seit fast einem Jahrzehnt, muss man jetzt feststellen, ist Europa in einer Wirtschafts- und Finanzkrise. Gespalten, vor allen Dingen Nord und Süd, mit hoher Jugendarbeitslosigkeit, hoher Arbeitslosigkeit im Süden und auch großer Armut, vor allen Dingen im Süden Europas. Natürlich gibt es auch hausgemachte Probleme innerhalb Europas in den einzelnen Mitgliedstaaten, zum Beispiel die Justizverwaltung in Griechenland, die schlechte Steuerverwaltung in Griechenland. Wir haben auch gesehen, dass es große Probleme im Banken- und Immobiliensektor in Spanien oder in Irland gab. Trotzdem muss man ja auch feststellen, dass seit 2010, seit Beginn der sogenannten Euro-Krise, Angela Merkel und Wolfgang Schäuble maßgeblich den ökonomischen Kurs in Europa mitgeprägt und mitbestimmt haben. Und dieser harte Sparkurs, liebe Kolleginnen und Kollegen, der hat Europa eben nicht nachweislich aus der Krise geführt. Im Gegenteil, hat er Europa gespalten und diese Krise verschärft. Und deswegen muss dieser Kurs endlich beendet werden. Und die Bundesregierung kontert dieses Argument ja gerne damit, dass sie sagt, andere Länder hätten sich nicht an die Regeln gehalten. Nur verschweigt eben Wolfgang Schäuble und diese Bundesregierung, dass sie sich selbst nicht an die europäischen Regeln halten. Carsten Schneider hat es gesagt, seit vielen Jahren hat Deutschland einen extrem hohen Leistungsbilanzüberschuss, größer als alle anderen Länder in der Welt. Und das verstößt gegen die europäischen Vereinbarungen, gegen die europäischen Regelungen, weil es eben auf der Bilanz auf der anderen Seite Defizite stehen und das zu einer massiven Ungleichgewicht und Ungleichheit in Europa führt. Und deswegen finde ich, es verbittet sich eben jetzt auch für Wolfgang Schäuble, für diese Bundesregierung als Schulmeister in Europa, andere Länder zu belehren. Ich finde, man sollte sich an die eigene Nase fassen und etwas mehr Demut und Zurückhaltung üben als Unionsfraktion, als Bundesregierung. Denn diese Ungleichgewichte, und Sie wissen es selber, Überschüsse wie Defizite gefährden nach Europa in seinem Kern. Denn ohne eine gemeinsame Finanzpolitik, ohne eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, ohne gemeinsame Sozialstandards wird keine Währungsunion auf Dauer nachher überleben können. Ohne das wird der Euro früher oder später gegen die Wand fahren. Und deswegen brauchen wir jetzt gerade eine Weiterentwicklung Europas, eine Weiterentwicklung beim EU-Haushalt, einen stärkeren EU-Haushalt, sozial-ökologische Investitionen, Steuerbetrugsbekämpfung. Wir wollen eine europäische Arbeitslosenversicherung, weil wir ein soziales Europa wollen. Alles das sind Punkte, die man jetzt angreifen könnte, die man machen könnte, den Ball von Macron aufnehmen. Was machen Sie? Sie blockieren, sagen Nein, Sie wiegen ab. Ich finde, das ist keine verantwortliche Haltung für Europa, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass diese Bundesregierung vor allen Dingen auf nationale Interessen in Europa setzt. Doch ich sage Ihnen klar, Germany First kann nicht die Leitlinie der deutschen Europapolitik sein. Ab dem Herbst wird es Zeit, dass es wieder eine deutsche Bundesregierung gibt, die auf Augenhöhe mit ihren europäischen Partnern verhandelt, die europäische Interessen in den Vordergrund stellt, für ein solidarisches Europa eintritt und für ein europäisches Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nun hat das Wort der Kollege Martin van Marschall für die CDU-CSU-Fraktion.